Taxi 7676. Ein guter Ruf für alle Fälle. Gutes Benehmen ist im Leben wichtig. Um rechtzeitig zu lernen, worauf es dabei ankommt, gibt es hier seit kurzem an der Lussert-Schule eine Knigge AG. Und da sind wir heute zu Gast. Hallo meine Lieben, willkommen bei der Knigge AG. Habt euch bestimmt schon gefragt, was wir jetzt machen die nächsten Wochen. Habt ihr eine Idee gehabt? Keine? Ich habe eine Idee. Wir lernen ganz viel über Höflichkeit und wir lernen Tischmanieren. Das ist ganz wichtig, da werden sich eure Eltern ganz arg freuen. Und Frau Harz, wie kamst du zur Einrichtung dieser Knigge AG? Ja, also die Lussert-Schule ist zum 01.10.2014 in das Jugendbegleiterprogramm aufgenommen worden, worüber wir uns sehr freuen. Und so können wir am Nachmittag zwei AGs für unsere Kinder anbieten. Das eine ist die Kreativ-AG und das andere ist die Knigge-AG. Ja, und für die Knigge-AG haben wir uns deshalb entschieden, weil wir gegenseitige Wertschätzung, Respekt und Toleranz gegenüber den Mitmenschen als ein sehr wichtiges Parameter erachten, um im täglichen Leben gut zurechtzukommen. Welche Basics lernen die Kinder in der AG? Ja, also gute Umgangsformen untereinander, gegenseitige Wertschätzung, Respekt und Toleranz auch gegenüber Mitmenschen, die etwas anders denken als man selbst. Eine höfliche Begrüßung am Morgen erfreut jeden. Gute Umgangsformen auch gegenüber älteren Menschen. Zum Beispiel wird jetzt eine Busfahrt unternommen, wo das eingeübt wird. Umgang mit dem Handy ist halt auch ein sehr wichtiger Punkt. Ja, zu danken und zu bitten, also nicht einfordern, sondern höflich anfragen. Ja, all das sind wichtige Bausteine, Parameter, um im täglichen Leben mit anderen Menschen gut zurechtzukommen, aber auch für das eigene Selbstbild und für die positive Wertschätzung gegenüber sich selbst ein wichtiger Baustein. Ja, Nico, was habt ihr bisher hier in der Knigge AG gelernt? In den ersten Stunden haben wir gelernt, wie man sich in anderen Ländern begrüßt. Zum Beispiel in Neuseeland schnuppert man an sich, wenn man höflich ist. Und in Deutschland sagt man Hallo und schüttelt man sich die Hand. Hallo, Frau Schäfer. Hallo, Nico. Lilian, was habt ihr noch alles gelernt? Also wir haben Tischmanieren gelernt, wie man das Besteck und die Servietten faltet. Also man legt den Löffel über den Teller und die Gabel nach rechts und das Messer nach links. Christian, was hat dir bisher am besten hier in der AG gefallen? Also am besten hat mir gefallen der Lehrgang zum Bäcker. Da haben wir gelernt, wie man etwas bestellt und bezahlt und wie man sich in einer Reihe aufstellt. Aber am meisten freue ich mich auf die Busfahrt, weil da lernen wir auch noch, wie man sich im Bus gegenüber älteren Leuten verhält. Farbenschäfer Schwetzingen, Ihr Fachgeschäft für Farben, Tapeten, Bodenbeläge und Künstlerbedarf.